Hallo und guten Morgen. Hier ist die deutsche Übersetzung des Talks der 1 Million Dollar Dissident und der Rest von uns. Wir übersetzen von Englisch auf Deutsch und hier sind Wolpertu und Hoppla. Nach und während dem Talk freuen wir uns über Feedback auf Twitter mit dem Hashtag C3T. Hashtag C3T auf Twitter für Feedback. Hello everyone, can you hear Hallo us? Hallo zusammen, hört ihr uns? Awesome. Großartig. So, my name is John Scott Railton. And mein Name ist John Scott Railton und ich bin hier mit meinem Kollegen Bill Maxon. Und wir zeigen einen Talk, der Million-Dollar-Dissident und der Rest von uns. Mein Kollege ist ein Senior Fellow am Citizen Lab. Er hat gerade seinen PhD letzte Woche bekommen. Bitte eine kurze Runde Applaus. Und Bill ist auch einer der Founding Member von Domain Watch, der sich um Menschenrechte in der Golfregion kümmert. Mein Kollege ist mein Mitverschwörer am Citizen Lab. Er kümmert sich gerade um seinen PhD und seine Forschung kümmert sich um gezielte Angriffe gegen die Zivilgesellschaft. Wenn ihr das Citizen Lab nicht kennt, wir sind in diesem großen Steingebäude in Toronto. Wir machen zwei Arten von Arbeit. Wir schauen uns gezielte Angriffe an gegen die Zivilgesellschaft und wir gucken uns an Informationssteuerung. Dieser Talk ist eine Arbeit über gezielte Angriffe. Das Labor ist relativ alt, es ist unabhängig, akademisch und unsere Brot- und Butterarbeit ist es, mit den Gruppen, die oft Opfer sind, gute Beziehungen aufzubauen und ihnen zeigen, was wir finden an Angriffen. Eine grobe Übersicht. Wir reden zusammen über zwei Angriffe, ein sogenanntes Zero Day, die Untersuchung der Infrastruktur, die Skalierung für Sicherheit, wenn man Opfer hat, die einem hohen Risiko ausgesetzt sind. Also direkt gehen wir in die Geschichte. Dieser Herr ist Roy Dunnage und er ist ein Menschenrechtsaktivist in den UK. Er hat diese Organisation gegründet, die das Arabische Center für Menschenrechte in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Er ist ein Journalist bei Middle East Eye und er hat eine Serie von Geschichten über E-Mails aus über geleakte E-Mails aus der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate geschrieben. Er wurde schon mal Opfer. Er hat diese interessante E-Mail bekommen, eine Adresse the right to fight at openmailbox.org. Das sieht ein bisschen komisch aus. Mr. Dunnage, wir machen gerade ein Panel von Experten auf, von Menschenrechten im Mittleren Osten. Wir würden uns freuen, wenn Sie teilnehmen könnten an diesem Panel und Sie sollten hier diesen Artikel lesen. Auch dieser Link sieht ein bisschen verdächtig aus. Und hier jetzt denkt ihr hier, ein Aktivist bekommt schon wieder Social Engineering und Phishing. Das habe ich auch schon so oft gehört. Das ist ein guter Punkt, aber wir reden gleich über was Interessantes. Axe.me ist irgendwie seltsam. Wir haben uns das mal näher angeschaut. Das war ein URL-Verkürzerdienst. Zumindest hat man das so hergestellt, so wie bit.ly. Allerdings, es war öffentlich erreichbar, jeder konnte hier seine URL verkürzen und es würde die Leute redirecten einfach nur mit HTTP 302 Nachrichten. Aber der Link, der an Dunnage geschickt wurde, hat einen anderen Mechanismus verwendet, nämlich redirect.asvx und der sehr viel JavaScript verwendet hat. Wenn Dunnage drauf geklickt hätte, wäre JavaScript bei ihm ausgeführt worden. Eine ganze Reihe von Angriffen wären ausgeführt worden, die ihn versucht hätten zu identifizieren, wenn er zum Beispiel Tor verwendet hätte. Eine Methode war herauszufinden, wo bei ihm Tor installiert ist. Und dann war eine sehr clevere Technik, einen lokalen Portscan seines Rechners zu machen, um herauszufinden, welches Antivirusprogramm er verwendet, um vielleicht darum rumzukommen.
So he'd received this email. We looked into this. Er hat diese E-Mail uns weitergeleitet. Wir haben uns dann das näher angeschaut. Das Interessante war, wir haben noch mehr Informationen von diesem Angreifer bekommen. Wir haben Donaghy sozusagen angewiesen, eine Antwort zu schicken. Ich habe aber, zu antworten, aber zu sagen, hey Leute, ich meine, der Link funktioniert irgendwie nicht richtig. Dieser Fall war sehr ungewöhnlich, denn der Angreifer hat geantwortet mit dieser E-Mail. Hey, tut uns leid, dass es Schwierigkeiten mit diesem Anhang gibt. Hier ist ein weiterer Link, wo du unsere Info herunterladen kannst. Ja, die Datei ist passwortgeschützt. We're such a secret organization, we have to protect it with macro-enabled security, right? Wir haben unsere Geheimnachrichten mit Makro aktivierter Makrosicherheit geschützt und du musst jetzt Makros wieder anmelden. Das war das Bild, was er bekommen hat, als er dieses Word-Dokument aufgemacht hat. Dieses Dokument ist sicher, schalte Makros ein und das ist auch das gleiche in Arabisch. Und es sieht irgendwie official aus. Da sind das Logo von Microsoft drauf, das Logo von Proofpoint, das ist eine Firma, die Dokumentsicherheit macht. Eigentlich ein ganz guter Fisch. Was ist in dem Makro? Was macht es? Es hat zwar Informationen angezeigt, aber das war natürlich der einzige Sinn. Es war ein ziemlich Standard PowerShell-Skript, ein Makro, das ein PowerShell-Skript ausführt und dieses Kommando sollte grundlegende Informationen über sein System sammeln, insbesondere die welche Version von .NET installiert ist. Und es hat diese Informationen zu einer interessanten Webseite geschoben, athostingcache.com, und hat dann sich die Antworten geholt, die dann wieder PowerShell-Kommandos ausgeführt haben. Die Antwort vom Server war, hat einen sogenannten Schedule Task in Windows angelegt und jede Stunde hat er sich neue Kommandos vom Server geholt und ausgeführt. Aber es war ein anderer Server in CapsuleWebcache.com. Und die dritte Stufe, wir haben manche von diesen Kommandos abgefangen. Das erste Kommando war, die ARP-Table auszulesen, die ARP-Tabelle, die halt ihm sagt, wie sieht das Netz um dieses Opfersystem raus, damit man sich eventuell seitwärts bewegen kann. Und man hat sehr aggressiv auf dem Rechner nach Passwörtern gesucht. Und da hat man eine RED verwendet, eine Steuersoftware namens Quasar Red, die auch GPL unter GPL veröffentlicht wurde. Also Bill, guck mal, Phishing, PowerShell, Makros, ich bin noch skeptisch, das wird nicht interessant, das ist doch alles Standard. Technisch ist es langweilig, aber diese Technik funktioniert weiterhin und Aktivisten fallen diesen Angriffen zum Opfer. Ja, das sieht aus, als hätten wir ein allgemeines Gesundheitsproblem in der digitalen Welt. Und tatsächlich, das ist so. Wir haben schon mit Gruppen, die die Angriffe machen, für einen Teil des letzten Jahrzehnts. Und das Internet hat die Asymmetrie sozusagen verändert. Es gibt mehr Möglichkeiten, Informationen auszutauschen. In a coup d'etat used to be, you know, the rebels had to capture the TV station. Now everyone. Früher mussten Rebellen Fernsehsender erobern, aber heute steht es jedem zur Verfügung. Das hängt davon ab, wie die Gesellschaft ihre Kommunikation macht. Aber die Kommunikationsart hat die Asymmetrie von Risiko und Macht noch nicht verändert. Das bedeutet in der realen Welt, die Zivilgesellschaft ist sehr verwundbar. Aber das insbesondere liegt das daran, dass die Zivilgesellschaften, NGO-Organisationen sind besonders verwundbar, weil man dort einfach immer seine eigenen Geräte verwendet. Es gibt keine IT. Abteilung. Es gibt keine Punkte, wo man Network Security Monitoring macht. Nee. Leute haben wenig Informationen, um ihr Verhalten zu ändern. Und auch Dokumentation über Angriffe liegt ihnen oft nicht vor. Es ist sehr, sehr, sehr schwierig, Sicherheit zu machen. Sondern es liegt nicht daran, dass sie sich nicht auskennen, sondern sie haben extrem wenig Ressourcen und Geld und sie müssen halt ihre Hauptarbeit machen und haben nicht so viel Zeit dafür, ihre Kisten abzusichern. Ja, und das heißt, das Resultat ist, wir haben eine Epidemie von Kompromittierung in der Zivilgesellschaft. Also, was passiert mit der Story, die wir erzählen? Also, Makros und PowerShell führt uns zu... I'm interested, Bill.
Okay, let's break it down, John. Okay. So we published the information Gegner. About wir haben diese Information veröffentlicht. Wir haben das in der Citizen Lab Report berichtet. Ihr könnt darüber lesen. Ein Teil davon konnten wir die Stage 1 und Stage 2 Domains zurückverfolgen zu weiteren 69 Domains. Und sobald wir das hatten, können wir das eben noch weiter rückverfolgen. Wir haben die Whois-Informationen angeschaut und die DNS-Einträge, insbesondere den SOA. Und uns etwas Interessantes aufgefallen. Wir haben diese E-Mail-Adresse gefunden. PN1G3P@PN1G3 und eine der Stage 2 Domains hat dorthin gezeigt, aber auch von drei anderen Domains, die kannten wir noch nicht. Ja, die haben noch gar nicht in das Puzzle reingepasst. Aber wir dachten, dass sie diese Webseite vortäuschen sollen, Arabian Secrets, arabische Geheimnisse. Das ist eine legitime Nachrichtenseite über Nachrichten, Gerüchte und so weiter im Mittleren Osten. Wir haben diese Seite gescrapt, haben sie uns angeschaut und haben folgenden Code gefunden, die Seiten zurückgeliefert haben. Was hier passiert ist, der legitime Teil in einem iframe, in einem Browserfenster. Und es gibt auch diesen invisible 1x1 großer iframe. Diese etwas sehr seltsame Google-Seite smser.net. Wir schauen uns das an. Wir gucken auf diesen Link. Es macht ein HTTP/302 zu einem redirect.aspx und das wiederum hat diesen HTML-Code zurückgeliefert. Ihr könnt sehen, das ist irgendwie seltsam. Es ist ein sehr spezielles Format. Es gibt zwei Meta-Weiterleitungen an Google. Es gibt einen leeren Titel, es gibt einen leeren Körper. Also das ist wirklich seltsam. Also wir haben das als Fingerprint verwendet und haben das ganze Internet nach diesem Ding gesucht mit ZMAP. Wir benutzen ZMAP nach Internet zu scannen und wir haben einfach einen GET-Request nach Redirect-ASPX gemacht. Wir haben 24 Stunden später 149 IP-Adressen und 159 Domain-Names gefunden, die genau diesen Code zurückgeliefert haben. Das kam uns wirklich sehr seltsam vor. Vielleicht haben wir hier was Interessantes gefunden. Wir haben mal geguckt, wo gehören diese Domain-Names hin. Ein Teil davon sollte aussehen wie die Webseiten von Regierungen oder Menschenrechtsorganisationen wie das Rote Kreuz oder Fluglinien, Nachrichtenwebseiten und ganz andere Kategorien. Aber das Hauptthema war Webseiten nachbauen. Ihr seht die Tippfehler, die da drin sind, oder die Änderungen. Noch mehr Ergebnisse waren, dass manche von den Domains hatten SMS im Namen. Ist hier das Ziel, Leute, die SMS empfangen können? Ja, was hat das zu bedeuten? Aber vielleicht ist wirklich das Ziel, Telefone sind, vielleicht ist das dann glaubwürdiger. Aber vielleicht sind diese Domain-Names wirklich da, um hier Telefone anzugreifen. Also wir haben gewartet, wir haben herumgefragt. Eine Standardmethode, wie wir arbeiten, ist, dass wir immer wieder große Fragen haben und warten müssen. Unser Arbeitsablauf, wir finden eine Gruppe, wir bekommen Informationen, wir schauen, was dort drin ist in den Nachrichten, wir schauen uns die Command-and-Control-Infrastruktur an und wir versuchen, Fingerprints für diese C2-Infrastruktur zu machen, um herauszufinden, wo ist es im IPv4-Adressraum. Und wir haben, wenn wir diese Infrastruktur gefunden haben, und dann suchen wir nach Malware, die mit dieser Infrastruktur redet. Und wir benutzen eine Schwäche in gezielten Angriffen aus. Wir glauben, dass das eine grundlegende Schwäche ist. Wenn es sozusagen gegen eine ganze Gruppe von Menschen verwendet wird, dann wird die Infrastruktur nicht für eine Person verwendet, sondern für mehrere Personen. Das heißt, die Server bleiben online, es gibt Reste von Malware, die im Internet unterwegs sind.
Und das hilft uns, sozusagen unsere Arbeit zu machen. Und es gibt interessante Ergebnisse. In 2014 haben wir Fingerprints verwendet, haben wir die Fingerprints für die Malware von Hackenteam gemacht und dann haben wir eine ganze Reihe von Regierungen identifiziert, die diese Software verwenden. In 2015 haben wir dasselbe mit FinFisher gemacht, das heißt also Regierungen, die FinFisher einkaufen und einsetzen, aber zurück zum Warten. In August of 2016 Im August 2016 haben wir eine Nachricht von Ahmed Mansour erhalten. Der ist ein Menschenrechtsaktivist. Und er sagte, dass er denkt, dass er wieder verfolgt wird. Und wir haben ihm geglaubt, weil in 2011 Mansour war ein Opfer von der FinFisher-Intrusion. Und er war wieder Opfer eines Angriffs in 2012, dieses Mal mit einem Angriffsdokument und einem Old Exploit. Also haben wir ihm zugehört. Was er für uns hatte, waren zwei SMS-Nachrichten, die grundsätzlich zu Geheimnissen, wo Menschenrechte in Gefängnissen des Emirats verletzt wurden. Also haben wir ihm gesagt, guter Anfang, wir machen das. Also wie John sagte, haben wir uns entschieden, das aufzunehmen und wir wollten sehen, was hinter diesen Links steckte. Also, was haben wir getan? Das heißt, wir haben uns gefragt, wie machen wir das auf einem iPhone? Das heißt, wir sagten uns, wir haben ein iPhone, wir machen ein Factory Reset und wir verbinden es mit dem Internet durch einen Laptop und wir haben uns deshalb auch für einen Laptop mit MIT Proxy und Wireshark entschieden. Und das würden wir dann weiterleiten auf den Safari, auf dem iPhone. Also alles ging durch den Laptop, wir haben alles gesehen und wir wollten halt den Menschen fangen, der dahinter steckt. Das, was als nächstes passiert habe, war schockierend. Das ist der Output von Wireshark. Also wir haben den Link transcribed, wir haben den eingetippt. Und haben einen und es stellte sich heraus, dass es ein obfuskierter JavaScript-Blob war. Und wir haben gesehen, dass 10 Sekunden nach dem Eintippen der Safari zugegangen ist. Sehr komisch. Das ist unsere erste Indiz, dass da ungewöhnliche Dinge passieren. Dann haben wir gesehen, dass Telefon für Final 111 geöffnet wurde. Ein paar andere Requests kamen vom Telefon, das Logging-Data versendet hat. Und dann haben wir gesehen, dass das Telefon einen Versuch gestartet hat, einen Bundle herunterzuladen. Und dieses File war test111.tar. Das Interessante daran ist, dass diese Anfrage von einem Nicht-Safari-User-Agent gekommen ist. Dass die Kontrolle also scheinbar auf einen anderen Prozess übergegangen ist. Also, gucken wir uns gerade einen Remote Jailbreak angeguckt? Ja, und das haben wir uns gedacht. Also, was haben wir gekriegt? Es stellte heraus, dass was wir gesehen haben, dass wir drei Zero-Day-Exploits gesehen haben und dass die erste zum Telefon eindringen gedacht war und die anderen beiden zum Jailbreaken. Die Payload, die installiert wurde, war in der Lage, Nachrichten abzufangen, Voice Recording zu machen und andere Zugänge zu Apps zu legen. Wir haben dieses Artifact
an die Menschen bei Lookout weitergegeben. Und Max Bazili hat einen wunderschönen Talk zu dem internen von den Exploits an Tag 1 des CCCs gemacht. Und auch haben wir festgestellt, dass es Zeit war, dass wir das an Apple weiterleiten mussten. Was interessant war, dass es dieses das erste Mal, dass es das erste bekannte iPhone Remote Jailbreak war. Und diese Dinger kommen überhaupt nicht billig. Zerodium bietet eine 1,5 Millionen Euro iOS 10 Remote Jailbreak App. Und das hat auch die Öffentlichkeitsaufmerksamkeit geholt. Und selbst die Vanity Fair hat dazu einen Artikel veröffentlicht. Also, wer hat jetzt Silicon Valleys Kronjuwel gehackt? Also, wer ist dahinter? Wir erinnern uns daran, dass wir diesen Scan gemacht haben mit ZMAP. Wir haben diese 149 IP-Adressen gefunden und die zu diesem SMSer.net umgeleitet werden. Das hilft jetzt nicht wirklich. Ja, diese IP-Adressen, wir hatten diese Domainnamen, aber wir hatten nicht wirklich weitere Indizien. Der natürliche nächste Schritt ist, dass wir in der Zeit zurückgehen. Natürlich haben wir uns nicht tatsächlich in der Zeit zurückversetzt, sondern wir haben uns historische Scan-Data angeguckt und wir haben uns angeguckt, wie diese IPs in der Vergangenheit sich verhalten haben. 19 dieser 149 IP-Adressen haben eine andere Antwort gegeben in der Vergangenheit und es war dieser andere komisch aussehende Google Redirect. Wir sehen den Unicode Byte Order Mark. Wir haben ein paar komische Line Breaks. Sieht wieder sehr komisch aus. Und wir haben wieder den leeren Titel und den leeren Body. Und die nächste Frage ist okay. 19 IP-Adressen haben das zurückgegeben. Wie viele andere haben das zurückgegeben in diesem historischen Scan? Und wir haben gesehen, dass 85 IP-Adressen auch IP-Adressen, die auf nsoqa.com, qa.intoqa.com und mail.nsogroup.com. Und nsogroup.ltd ist eine Spionagesoftware-Hersteller in Israel. Und es stellt sich heraus, dass die nsogroup.com tatsächlich von dieser Firma gehalten wird. Und also NSO Groups Broschüre sagt, dass es eine Vorreiter in der Rolle der Cyber Warfare sind, dass sie einen Hintergrund Überwachung und Dataabfang von Telefonen ist und es ist spezifisch für Regierungen. Auch wenn Mansour das erste Opfer ist, wir haben noch Rafael Canberra gefunden und wir haben uns mit ihm in Verbindung gesetzt, nachdem er gesagt hat, dass er komische Textnachrichten empfängt. Diese Fake Nachrichten waren zum Beispiel ein Facebook-Warning, News-Alerts, ganz grobe Sexual Taunts. Warum er darauf klicken würde, weiß ich nicht. Aber warum wurde er nun verfolgt? Und es waren scheinbar gekürzte Links, die direkt zu dieser Infrastruktur gezeigt haben, die wir gefunden hatten. Und so war unsere Schätzung war, dass es im Zusammenhang mit seiner Arbeit zu dem Casablanca-Skandal stand. Und der Casablanca-Skandal war, dass der Präsident ein Haus erhalten hat von der Firma, die ein großes Infrastrukturprojekt gemacht hat. Und das war ein weit dafür gehaltenes Fall, ein weit dafür gehaltener Fall von Korruption. Und in unseren weiteren Scans haben wir herausgefunden, dass wir zielgerichtete Angriffe quer über den Globus gefunden haben. Jetzt ist natürlich die Frage, was
auf was zielt das alles ab? Wenn wir uns den Hacking Teams Lawyer anhören, dann sagt er, dass dies dafür gedacht ist, Terroristen, Pornografeure und andere Kriminelle zu verfolgen. Und wir nennen das The Fig Leaf. Tatsächlich zeigt unsere Nachforschungen, dass wieder und wieder diese Technologie dafür verwendet wird, vielleicht auch für aber meistens dafür verwendet wird, dass es Aktivisten, Menschenrechtsverteidiger und andere Menschen verfolgt werden. Hisham, ein Menschenrechtsverteidiger in Marokko, systematisch verfolgt von der Regierung. Er wurde von Commercial Malware verfolgt. Wir haben einen äthiopianischen Journalisten, er und seine News-Organisation. Er wurde verfolgt von der äthiopischen Regierung, so glauben wir. So offensichtliches Zeichen dafür, dass diese Spyware nicht sich an Grenzen hält. Was interessant daran ist, dass sie in unseren Augen Millionen-Dollar-Dissidenten sind. Und dieses Programm ist im Endeffekt ein Preis für das, was sie veröffentlichen und sagen. Grundsätzlich ist es so, dass kommerzielle Überwachungstechnologie wird dafür gebraucht, proportional mehr gebraucht, wenn Verantwortlichkeit und Oversight fehlt. Und wir haben festgestellt, dass sich die Geschichte einfach wiederholt. Wie Claudio gestern gesagt hat, Überwachungstechnologie wird von Firmen, die von Firmen erzeugt wird, gibt sehr viel Aufmerksamkeit in den Medien. Die Firmen, die das verkaufen, bekommen Aufmerksamkeit, insbesondere wenn Zero Days verkauft werden. Und das ist nur ein Teil des Risikos für die Zivilgesellschaft. Hier gibt es ein paar Grafiken. Der wichtigste Punkt ist, der Löwenanteil dieser Malware-Tags, die wir uns anschauen und die wir tatsächlich bei CitizenApps sehen, das heißt, es gibt natürlich eine Vorauswahl, wir haben ja nicht alles, und zeigt deutlich, dass das Social Engineering sehr, sehr gut ist und dass der technische Aufwand das Minimum Notwendige ist. Ihr müsst nicht einen tollen Lockpick haben, wenn man durch ein offenes Fenster gehen kann. Hier gibt es ein bisschen Arbeit von meinen Kollegen von mir, wie wir tausende Angriffe auf die Zivilgesellschaft nachvollzogen haben. Und was wir sehen, wenn wir das tracken, welcher Exploit verwendet wird, das heißt, es gibt ganz viele Old Days, also alte Angriffe, und sehr, sehr wenige Zero Days. Und dieses Muster ist sehr allgemein. Aber das ist die ganze Geschichte. Und ich würde nicht sagen, man darf da keine Aufmerksamkeit schenken. Also diese Firmen kümmern sich um den einfachsten Weg, einfach reinzukommen, aber manchmal ist dieser Weg eben ein Exploit. Und kommerzielle Überwachungssoftware, natürlich haben die sehr viel Aufmerksamkeit, aber wir müssen uns das natürlich auch anschauen. Das ist nicht nur das Werkzeug, das sozusagen Technologie braucht. Wenn ihr euch Firmen anschaut, die in dem Bereich arbeiten, wie FinFisher, die verkaufen nicht nur die Spyware. Das machen sie natürlich, aber sie verkaufen euch den Support, das Training, sind Updates, damit du um neue Sicherheitsmaßnahmen drumherum kommst. Und wenn du nicht weißt, wie du hackst, dann bringst du das auch bei. Das ist nicht nur ein Toolverkäufer.
sondern sie helfen auch bei der Fortentwicklung des Überwachungsstaates, weil sie eben die Grundlagen dafür schaffen. Unser Hauptproblem ist, wenn wir uns dagegen verteidigen wollen, ist das Problem, wir wissen nicht, wer die Ziele von morgen sind. Wer sind die Aktivisten von morgen? Wissen ja manchmal selber nicht, dass sie Aktivisten werden. Wie machen wir das in einer Umgebung, wo jeder kommerzielle Plattform für Kommunikation verwendet, um auch sensitive Kommunikation zu machen? Wie sichern wir das? Wir müssen potenzielle Million-Dollar-Dissidenten werden. Das heißt, wir müssen die Kosten hochtreiben, die nötig sind, um eine Person anzugreifen. Es gibt das iPhone-Modell. Du hast diesen geschlossenen Garten. Du machst es sehr, sehr hart, dass die Benutzer bestimmte Sachen machen. Das heißt, man tauscht die Freiheit der Benutzer gegen Sicherheit ein. Wir sehen Elemente dieser Technik überall, zum Beispiel in Chrome. Und wir tauschen hier Privatsphäre gegen Sicherheit ein. Ein Hauptproblem ist, dass die meisten Firmen gute Arbeit gemacht haben, Aktivisten anzuziehen, dass sie diese Tools verwenden, um ihre Nachrichten auszutauschen. Und viele, die ernsthaften Bedrohungen ausgesetzt sind oder auch ausgesetzt werden können in der Zukunft, benutzen tatsächlich Gmail. Aber das sind keine Werkzeuge, die Hochrisikokommunikation machen können. Aber selbst in dieser Umgebung, eins der Hauptprobleme ist, dass die Sicherheitsoptionen, die diese Leute schützen würden, die sind standardmäßig nicht an. Ja. Ein gutes Beispiel ist Zwei-Faktor-Authentifikation. Ein weiteres ist Browser-Sandboxing als Standard in der ganzen Industrie. Das ist ein bisschen was die Hersteller tun können. Aber was können wir in der hier und ihr Zuschauer, was könnt ihr machen? Du hast ein paar sehr gute Punkte eben gezeigt, wie man die Kosten dieser Angriffe eben in die Höhe treibt. Und das ist sozusagen auf der Metaebene sehr wichtig. Aber wo wir arbeiten, ist sozusagen nicht der ganze Wald, sondern der einzelne Baum. Und das sind natürlich hier die einzelnen Leute, die dieses Spyware kriegen. Und die Fragen, die wir beantworten wollen, wer sind diese High-Risk-User? Wie werden sie tatsächlich angegriffen? Wir bauen eben eine gute Beziehung zu diesen Aktivisten auf und Zivilgesellschaften, Gruppen der Zivilgesellschaft. Und wir motivieren sie, dass sie alles, was verdächtig ist, uns schicken. So, der erste Punkt für eine solche Ermittlung ist es, so eine Art ein komisches digitales Artefakt wie eine E-Mail, eine Nachricht oder ein Link, eine Datei. Und dann versuchen wir, die Antworten zu beantworten, ist das ein Angriff, wer macht den Angriff, wie wird er durchgeführt und was sonst macht der Angreifer sozusagen im Rest der Welt, können wir das irgendwie herausfinden. Natürlich, wir machen das am Citizen Lab, wir haben ein paar Beispiele aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gezeigt, aber wenn wir uns mal die Karte angucken, John ist einfach nur eine Person. Er ist sehr talentiert und intelligent. Aber trotz seiner besten Möglichkeiten, wir können ihn nicht auf die ganze Welt verteilen. Er hat nicht genügend Stunden am Tag mit all den möglichen Zielen, die hier Hilfe benötigen oder Kommunikation machen wollen. Das Problem ist, wir brauchen mehr Leute, die in diesem Feld arbeiten, die entweder das Citizen Lab Model folgen oder die arbeiten wie bei Security Without Borders arbeiten, es geht nicht nur darum, die Kosten sozusagen zu erhöhen, sondern auch die individuellen Fälle zu betreuen. Ja. Wir möchten abschließen mit ein paar Gedanken von Mansour selbst. Ja. Wir haben ihn gefragt, was würde er denn hier der Tech-Community in der Welt sagen? Und die Nachricht, die wir weitergeben sollen, ist, Menschenrechte verteidigen ist immer schwieriger geworden.
Er versucht, mit Opfern zu sprechen und die untereinander zu verbinden, um sozusagen ihre Fälle vorzustellen und an die Öffentlichkeit zu tragen. Aber das wird auch gefährlich, denn die Regierung, wie seine Regierung, die Vereinigten Arabischen Emirate, die rächen sich und in immer brutaleren Wegen. Mansour wurde verprügelt, er wurde eingesperrt, sein Pass, sein Auto wurde eingezogen. Man hat von ihm Geld gestohlen oder eingezogen und diese Racheaktionen können sehr brutal sein. Und sobald die solche Regierungen solche Technologien bekommen, dann benutzen die das natürlich sofort, um Dissidenten, Aktivisten und andere Leute anzugreifen. Und auch Leute, die einfach nur ihr Recht auf Ausdruck sozusagen nutzen wollen. Die internationale Gemeinschaft muss tun, was möglich ist, damit diese gefährlichen Technologien wie das Hacking-Team, NSO und so weiter nicht diese Regime erreicht, dass sie diese Möglichkeiten nicht haben. Damit möchten wir noch ein paar Danksagungen machen. Erstmal danke an die Organizer vom CC, das CCC, das uns eingeladen haben. Unsere Arbeit beruht auf Kollaboration mit spannenden Leuten. Adam Senft, Irene Peranto, Masashi Nishihara, Morgan Marquis-Boire, who did some of the amazing work. Der hat diese spannende Arbeit gemacht, Malware von Regierung zurückverfolgen. Das Team von Lookout, insbesondere Max, Apple Inc., die mit uns sehr gut gearbeitet hat, um den Disclosure-Prozess zu machen, und viele andere Sicherheitsforscher, zum Beispiel Sestradi. Und dann möchten wir uns noch bei Passive Total und Risk.io bedanken. Dann wären wir jetzt bei Fragen. Wenn ihr, dann antworten wir natürlich sehr gerne. Also es waren Versuche, dass diese Tools einzuschränken. Glaubst du, dass das die beste Möglichkeit ist, das zu tun? Unsere Arbeit über die NSO zeigt, dass dass wir aktuell nicht genügend Ressourcen haben, um diese Tools sozusagen einzudämmen. Es ist auch interessant zu gucken, wie unsere Arbeit sich fokussiert hat. Es geht da hauptsächlich um Tools, um einzudringen, und Zero-Day-Exploits. Aber was ist sozusagen die gemeinsamen Charakteristiken dieser Firmen? Und in meiner Meinung ist das, sie geben dir nicht nur eben dieses Tools, weil jeder kann dir diese Tools geben. Die halten dir deine Hand, während du sie benutzt. Sie unterstützen dich, sie trainieren dich. Es ist das komplette Paket. Damit kannst du wirklich eine Regierung von 0 zu 100 bringen, damit sie Informationen von Telefonen von Aktivisten ziehen. Was wir auch sehen, ist, wir brauchen zwar zusätzliche Gesetze, das wird die vielleicht auch geben, und wir als Community möchten natürlich bei diesem Gesetzesgebungsprozess eben dabei sein, damit es funktioniert und damit sie für uns funktioniert und damit sie auch ausbalanciert ist. Habt ihr euch mal angeschaut, welche Plattformen, welche Geräte angegriffen werden? Und denkt ihr, dass man als Regierung eine große Menge an Geld zu zahlen ist, um herauszufinden, welche genau? Gute Frage. Es hängt von dem Fall ab. In den meisten fortschrittlichen Angriffen, wir sehen, dass es davor ein Profiling gibt. Ja. Dass der Exploit-Service selbst sucht die Datei den Angriff aus, je nachdem welches Gerät du benutzt. Zum Beispiel bei FinFisher 2.2 gibt es Exploit-Services. Die Regierung baut so eine Art Link auf und der Link guckt sich an, welche Plattform du verwendest, zum Beispiel auf deinem User-Agent. Ja, an deinem Request, und dann wählt er den richtigen sozusagen Exploit und das Spareware Payload aus. Aber ich denke,
Wenn eine Regierung über sowas denkt, welche Plattform brauche ich? Sie können nachrichtendienstliche Erkenntnisse aus ihrem Land verwenden, um diese Entscheidung zu treffen. Aber vielleicht intelligenter ist auch, es geht nicht so sehr um die Plattform, sondern es geht um die Information. Wo ist denn die Information? Wie komme ich an die Information ran? Vielleicht möchtest du an den E-Mail-Account ran. Vielleicht machst du natürlich Phishing. Wie gibt es Dateien auf einem Computer? Dann musst du natürlich dieses Device angreifen. Cyber militia-like groups, so the My Cousin Knows Computers approach to doing malware, lots of commercial rats. Ganz viele kommerzielle Tools benutzen einfach das, was am häufigsten in der Gruppe verwendet wird, die sie angreifen wollen. Ich würde ganz gerne zwei Fragen stellen. Erste Frage ist, gibt es eine Metrik für die Menge an Werkzeugen, die benutzt wurden? Und inwiefern sie für kriminelle Aktivitäten und inwiefern sie für Dissidenten eingesetzt wurden? Zweite Frage, vielleicht ohne diese Technologie, diese Werkzeuge, die die Regierungen benutzen, vielleicht gefährlicher wären, also dass sie vielleicht Spione bezahlen oder andere Methoden benutzen. Und vielleicht ist einfach dieses Digitale weniger. Das sind interessante Fragen. Natürlich. Um die zweite Frage zu beantworten, das ist ein interessanter Punkt. Was wäre, wenn diese Technologie nicht da war? Wären sie vielleicht noch gewalttätiger gegenüber ihren Zielen? Aber das ist wirklich eine philosophische Frage oder eine Argumentdiskussion. Wenn wir uns das anschauen, etwas Schlechtes passieren, wir stoppen das. Und wir versuchen, Sachen besser zu machen. Oder wenn wir weiterdenken, was werden sie dann tun? Also wie werden die Regierungen reagieren? Das Risiko ist, aus meiner Perspektive, was wir tun wollen, wir möchten schlechte Dinge, die passieren, identifizieren und dann dem hinterhergehen. Und wenn die Regierung Leute angreift, dann müssen wir sozusagen genau da weitermachen und das eben auch aufhalten. Der elegante Weg, das Problem zu lösen, und Staaten möchten so Intrusion-Software. Ja. Warum? Weil die meiste Kommunikation sind verschlüsselt und ihre Ziele sind nicht mehr innerhalb ihrer Grenzen. Wir müssen wirklich die Kosten hochtreiben, damit man diese Intrusion nicht mehr wirtschaftlich sind. Wir können es nicht komplett abschalten. Je teurer das wird, es gibt bessere Geräte, es gibt bessere dass wir Sachen vielleicht nicht mehr einsetzen. Oder wenn es ums Verhalten geht, wir möchten aber die Kosten erhöhen. Die größten Teil von Tax benutzen nicht die guten Tools, sondern die off-the-shelf schlechten Lösungen. Und wie wollen wir die veröffentlichen? Und weil ich als Reporter nicht über einen Fall berichte, wo ein Aktivist durch ein schädliches Stück Software verfolgt wird. Für mich ist die Frage, was ist das Ziel? Für uns die Geschichte sind die Geschichten von menschlichem Schaden. Wenn sich Journalisten Zeit nehmen, in unserer Meinung, das Wichtigste ist, diese Arbeit zu tun, ist es, Methoden zu finden, wie wir echte Fälle lösen. Also kann ich sagen, wir haben oft gesehen, dass die Editors dass die Leute gar kein Interesse mehr an Geschichten über Ziele im Mittleren Osten haben. Damit kämpfen wir, aber ein Weg ist, ein bisschen dem auszuweichen. Wir müssen Fälle finden, wo Hacking verwendet wird, um in Fällen, die sehr nah sozusagen daheim sind. Das ist nicht nur die Demokratische Partei in den USA, das können beispielsweise Frauen sein, die Opfer von Gewalt werden. Es könnte Leute sein, die gestalkt werden. Je mehr wir diese Geschichten haben, das wird sicher helfen. Das ist aber ein ewiger Kampf, wir möchten darauf hinweisen. Aber Journalisten haben auch eine wichtige Rolle. Sie sind sozusagen der Middleman in der Industrie, diese Leute zu erkennen, denn die Verbindung der Firmen und der Regierung, die sind oft nicht direkt.
damit sie ein bisschen so Deckung haben, damit die Firma sagen kann, hey, wir kümmern uns nicht darum, wie unser Produkt verwendet wird. Und damit sagen sie, hey, wir sind ja gar nicht verantwortlich. Damit können sie sozusagen sich um Regeln herumwurscheln. Als Forscher können wir den Command and Control suchen und wir können die Firma finden, wir können die Malware suchen. Aber was wir nicht machen können, diese Middlemen, diese Vermittler sozusagen herauszufinden, und das ist eine nette Aufgabe für Journalisten, eine wichtige Aufgabe. Ein Punkt, um das abzuschließen. Die Fälle, die wir sehen, die die meiste Abdeckung haben, das sind die Fälle, wo man zeigen kann, wo man wirklich sagen kann, dass eine Person real existierenden Schaden bekommen hat. Ja. Und beispielsweise jemand wurde verhaftet. Aber wie du gesagt hast, von einer technischen Perspektive, die Stories, die besonders spannend sind, sind die spannenden Zero Days. Aber wenn man sozusagen die Person wurde ausgesucht mit allen möglichen Möglichkeiten, damit die Information gestohlen wurde, und die hat man benutzt, um das gab reale Konsequenzen. Das ist sozusagen das Wichtigste. Die wichtige Sache ist zu zeigen, die Technologie ist eine Seitensache. Das Wichtigste ist die Person, die das Opfer wird und die Konsequenzen ihrer Arbeit hat. Worüber wir reden, wir haben eine Epidemie von Compromises. Das ist wirklich ein allgemeines Problem. Genauso wie man früher sozusagen, dass man Gesundheitsprobleme gelöst hat. Man musste früher den Leuten erklären, hey, ihr müsst eure Hände waschen. Das war am Anfang sehr schwierig und wir haben genau das Problem hier. Wir haben ganz oft, dass die Experten die Angriffe, die einfache Tools verwenden, ignorieren, aber sie funktionieren trotzdem. Und das ist ein gutes allgemeines Gesundheitsproblem. Wir möchten mit euch an einen Punkt kommen, wo Rechte und Normen so... dass es um mehr geht als um eine einzige Malware. Danke für den Talk. Ich bin hier 2 Tage rumgelaufen und in meinem täglichen Leben sehe ich viele Laptops mit Stickern auf den Kameras und Sticker auf den Mikrofonen. Aber tatsächlich, für mich ist das ein Indikator, dass wir unseren Softwareherstellern nicht trauen. Gibt es da eine Community, die wir uns angucken oder die sich anguckt oder die das Audit, wie Verantwortungsbewusstsein der Software so geschrieben wurde? Das ist ein schwieriges Problem. Ich versuche mal ein bisschen andere Art zu fragen. Wir sind zurzeit, wo die meisten Leute vertrauen ihren System nicht so wirklich. Und die meisten Leute wissen nicht genau, was sollten sie eigentlich tun, was sind die einfachsten Methoden, um uns zu schützen. Eher wirklich ganz, ganz grundlegend das so. Und was wir sozusagen sehen, dass Aktivisten, sie wüssten nicht, okay, wo sollten die Informationen kommen, was sollten sie tun, was ist sozusagen zu anstrengend, was ist zu aufwendig. Und Stickers auf einer Kamera, das ist eine nette Awareness-Geschichte, das hilft durchaus. Aber die Leute schauen ja auf unsere Community, um zu gucken, was sind die einfachen möglichen. Ja, damit wir nicht sagen, hey, du bist einfach zu blöd, deine Sicherheit zu machen. Ich denke, ich würde einfach das nochmal bestätigen. Immer wieder sehen wir, bin ich schockiert, dass wenn ich mit Dissidenten spreche, wenn sie diese interessanten Sachen, was sie so daheim so machen als Sicherheitsmaßnahmen. Ich wechsle SIM-Karten in meinem Telefon und ich habe mein iPhone gejailbroiled, damit eine zweite Kopie von WhatsApp installiert und so weiter.
Es gibt, da so eine Art Fehlkonzeption, die es da draußen gibt. In diesem Vakuum, es gibt keine gute zentrale Quelle von Informationen. Und die meisten Leute überlegten, okay, so könnte Spionage, könnte so funktionieren, und auf der Grundlage leiten sie ihre Sicherheitsmaßnahmen ab, aber die sind dann inkorrekt. Sozusagen Training mitteilen, das ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Aber es geht da um mehr so langfristige Maßnahmen, um den Leuten zu helfen. Wie funktioniert eben Sicherheit? Ihnen sozusagen eine stundenlange Präsentation zu machen. Wie funktioniert das? Was solltest du tun? Worüber solltest du dir Sorgen machen? Do we have other questions? If there's no other question, gentlemen, because you're always so swift, you deprived us of the opportunity to applause, and thank you, and that's... Und jetzt eine Runde Applaus, weil die Zeit fast zu Ende ist. And wenn es keine weiteren Fragen gibt, dann ist es... Gibt es noch Fragen? Vielen Dank. Eine Bitte, wenn wir gehen. Wenn wir zivilgesellschaftlichen Gruppen über digitale Sicherheitsrisiken sprechen, was immer sehr lange dauert, ist, wenn ich aus Nordamerika komme und probiere, das den Leuten zu erklären. Was mir aufgefallen ist, dass Leute... Die müssen ständig ihre Risiken balancieren. Nicht Regierungsorganisationen müssen ständig über ihr politisches Risiko nachdenken, die sie mit ihren Entscheidungen haben. Die können schon Risikomodelle eben machen, um Entscheidungen zu treffen. Aber wie kriege ich diese Denkweise in den Technologiebereich rüberziehen, damit sie da die gleichen Risikomodelle anwenden? Und da scheinen wir noch einen sehr langen Weg vor uns zu haben. Eines unserer Hauptprobleme ist, dass das Perfekte ist der Feind des Guten. Ganz viele Empfehlungen, die wir vielleicht geben könnten, du solltest dieses Tool verwenden oder so, die passen oft nicht gut in den Bedarf rein und passen nicht in ihre eigenen Entscheidungen, die sie treffen. Es gibt eine interessante Anekdote, die das sagt, von einer einzelnen Person. Ich habe mit einem Aktivisten gearbeitet und er hat vor mehreren Jahren erzählt, dass ein paar Aktivisten wurden durch eine Messaging-App verfolgt und dann verhaftet. Das war eine unsichere App, die nannte sich Zello. Okay, wir müssen Ihnen einen anderen Messenger empfehlen. Das Problem ist aber, warum Sie diesen Messenger verwendet haben, war, weil es der einzige war, der eine Walkie-Talkie-Funktion hatten, und Sie haben das benutzt. Ein Aktivist schläft irgendwo daheim, er hat das Telefon neben seinem Bett, und wenn was passiert, wenn die Polizei kommt und so on, dann würde jemand diese Walkie-Talkie-Funktion verwenden, um alle anderen aufzuwachen, damit die schlafenden Leute aufwachen. Ja. Hey, die Polizei ist da, ihr müsst euch verstecken. Also sind sie von dem Messenger nicht weggekommen, weil das war sozusagen sie haben diese Software bewusst verwendet, um der Polizei zu entkommen. Das heißt, sie hatten da zusätzlich das andere Risiko hatten sie nicht beachtet. Das ist ein gutes Beispiel. Vielen Dank für eure Zeit und Aufmerksamkeit. Es hat uns sehr gefallen, hier zu sein. Danke.